Moin moin miteinander. So, da sind wir wieder. Quasi da, wo wir aufgehört haben. Es ist nicht viel Zeit vergangen. So, ich wollte mir noch mal etwas genauer mein Inventar anschauen. So, wir haben noch eine Spruchrolle, um etwas zu identifizieren. Ich denke mal, ich identifiziere das hier. Gürtel. Mein jetziger ist bereits Stufe 10. Ne, mein jetziger ist Stufe 8. Und der ist Stufe 10. Hm. Okay. Und jetzt habe ich hier nochmal zwei Gürtel. So, was ist das? Das ist Stufe... Stufe... Wir sollten reden. 10. Ich habe Stufe 6. Wieso ziehe ich die ganzen Sachen nicht an? Ich sollte vielleicht öfter mal ins Inventar gucken, ne? So. Okay, das sind die Stiefel, die ich eben identifiziert habe. Tödliche Ausweicherstiefel, ja. So, Stiefel. Ja, anlegen. So. So, die kann ich dann verkaufen. Können nach hier unten. So, der Gürtel. So, benutzen. Ja. Und der kann verkauft werden, ne? Zum Beispiel, kann ich Charaktergebundene verkaufen? Ich glaube ja, ne? Wenn nicht, müsste ich ihn entsorgen. So eine Schande aber auch. So, was sind das hier für Geschichten? Die Neverwinterwache braucht zwei durchdringende Ausweicher durch. Was ist das? Behandelte Ausweicherdolch. Ne, der nicht. Trickserklinge ist, glaube ich, mittlerweile etwas schwach auf der Brust. So. Hallo, Abenteurer. Okay, das identifizieren wir nochmal. So. Behandelte Ausweicher-Lederrüstung. Durchdringende Ausweicher-Lederrüstung. Kritische Treffer, Rüstungsdurchdringung, Verteidigung. Was haben wir hier? Kritische Treffer, Verteidigung, Robustheit. Okay, ich denke, ich nehme das hier. Ja, Rüstungsdurchdringung, ja. Ich glaube, das kann mir gut helfen. So. Feierabend. Was haben wir hier? Wir sollten reden. Okay. Das wird mir beides nicht so viel bringen. Beides weg. So, was habe ich hier? So, endlich die Waffen. Waffen, Waffen. Suche nach Beschäftigung? Ich denke, wir nehmen die beide. Joa. Was haben wir hier? Stammesfeder. Ob das noch gut sein wird? Wir werden sehen. So, einmal.
sieht gut aus. Neverwinter Wache braucht Unterstützung. Die weg. Also das hier ist für Stufe 12. Das kann nicht weg. So, Naturpaket. Zack. Rüstungsdurchdringung. Brauche ich das? Brauche ich es nicht? Ich behalte es erstmal. Die Frage ist, wie lange. Wir sollten reden. So, tödlicher Ausweicher. Hm. Nö. So, ich habe mich für die andere entschieden, also kann die auch weg. Das muss ich noch identifizieren. So, das ist Gewölbekundepaket, Skeletthund etc. PP. So, einmal kurz sortieren. Hier auch sortieren. Eigentlich hätte ich das Ganze off-cam machen können, dann wäre diese Folge hier viel spannender geworden, denke ich mal. Egal. Jetzt ist zu spät. Jetzt ist zu spät. So. Weg damit, weg damit, weg damit. So. Alles weg. Radikal. So, was hast du hier? Zurückkaufen, verkaufen. Du hast nichts für mich. Was mich jetzt interessieren würde. Die Neverwinter-Wache braucht Unterstützung. So. Alles klar. So, auf geht's. Wir haben einen Auftrag. Wir sollen ein Paket finden. Und schleunigst abhauen. Was bist du denn hier? Hallo? Oh, hallo. Benötigt ihr Unterstützung? Ja, auf Wiedersehen. So viel zu der Unterstützung. Makler. Ein Makler. So. Okay. Was wird mich jetzt hier erwarten? Aha! Ist das das Paket? Tada! So. Hallo, liebe Wachen. Ihr beschützt mich ja sicherlich, ne? Irgendwie leckt das Spiel hier gerade extremst. Ich weiß gar nicht wieso. So. Der Heldentod erwartet uns. Bereit zu helfen? Immer. Hier. Du hast eine Nachricht verloren. Sehr gut. Diese Nachrichten enthalten wichtige Informationen. Bloß gut, dass den Orks der Sinn mehr nach Schätzen steht, als nach diesen Aufzeichnungen. Ja, ich bin ganz deiner Meinung. Tada, Stufe 11. So, Kanalplanschen. Laut der von euch geborgenen Nachricht des toten Kuriers sind die Orks nicht das einzige Problem hier. Angeblich ist in den Kanälen unter dem Krämerplatz noch eine Einheit der Nascher unter dem Kommando von Karnevrim verblieben.
Okay. Nevrim steht im Verdacht, mit den Vielpfeilen in schmutzige Geschäfte verstrickt zu sein und so die Sicherheit der Stadt zu gefährden. Ihr müsst in die Abwasserkanäle unter dem Krämerplatz hinabsteigen und diesem Emporkömmling Einhalt gebieten, bevor aus ihm ein neuer Karsov wird. Ah ja, Karsov. Ja, apropos Mescher, ich habe mir ja die ganzen Journal-Einträge mal durchgelesen, tatsächlich. Und die Mescher sind halt eine Gruppierung, die der Meinung sind, dass der Lord Neverember eigentlich kein Recht hat, über die Stadt zu herrschen. Und deshalb sind die praktisch so eine Art Opposition und die wollen die Macht übernehmen. Ja? Gut, dass sie das genau in dem Moment wollen, wenn die Stadt angegriffen wird von den ganzen Untoten, ne? Ja. So, also Karl Neverim wird zum nächsten Karsov. Ah, apropos Karsov. Für diejenigen, die den Fight gegen ihn gesehen haben. Mich erinnert Karsov irgendwie an den Russen aus Street Fighter. Erinnert das noch jemand so? Da hieß diesen Russen, diesen Wrestler, Zangief? Genau, Zangief. Der Karsov sieht irgendwie Zangief verdammt ähnlich. Naja. Weisheit kommt von Erfahrung. Weisheit kommt von Erfahrung. So. Brauche ich Hitpoints? Oh, hallo? Wer bist denn du? Wie geht es euch, Freund? Ja, mir geht es auf Wiedersehen. Ach, mit Astraldiagramm können sie ihre Talentpunkte neu verteilen. Aha. Interesting. Apropos Charakterpunkte. Oh, ich habe ja zwei zur Verfügung jetzt, ne? Das ist immer so eine Sache, ne? Ich weiß nie, was ich nehmen soll. Tada. So. Also geißelnde Klinge. Am Anfang mochte ich den ja nicht nehmen. Aber jetzt, wo ich ihn verwendet habe, ist er gar nicht so schlecht. Also gerade bei den Orks, der hat ganz gut reingehauen. So. Der ist aber auch ganz gut, weil der nämlich die Leute benommen macht. So. Was ist das? Ich möchte mit euch über die Relikte Hatz sprechen. Wirbelwind der Klingen. Blauer Angriff. Länger unsichtbar. Ja, beides nett. Oder die üblichen verstärken. Ja. Ich möchte... Ja, ich sag mal, die Klingen benutze ich schon recht häufig, ne? Die Geschichte ist unser größter Lehrmeister. Die kann ich nicht... Nee. Freischalten mit 20 Punkten. Okay. Dann nehme ich die geißelnde Klinge. Ah, ich nehme schmetternder Schlag, so. Und ein Punkt behalte ich mir übrig für irgendwas. So. Okay. So, der hat hier mit Sicherheit auch noch eine neue Quest für uns. Holen wir uns diese mal kurz. Jagt den Relikten. Das Turmviertel war früher das Handelszentrum von Neverwinter. Die hier lebenden Händler beteten Joaquin an, die Göttin des Reichtums. Viele errichteten ihr zu Ehren kleine Schreine mit goldenen Füllhörnern in der Mitte, auf dass sie mit Reichtum gesegnet werden. Als Neverwinter von der Katastrophe heimgesucht wurde, gingen viele dieser Relikte verloren. Sie repräsentieren aber ein wichtiges Erbe unserer Stadt und sollten geborgen werden. Ihr könnt uns bei der Suche nach diesen Relikten helfen, indem ihr euch an der Relikte Hatz beteiligt. Wunderbar, das machen wir. So. Den Rest können wir uns ein andermal anhören, denn hier ist mal wieder Aufnahmestopp. Und deshalb sage ich bis gleich. Dann gehen wir auf die Relikten-Hatz oder was sonst noch mal so ansteht. Bis dann!